Für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich habe ein befreundetes Ehepaar. Die waren letztes Jahr im Sommer auf einer Fahrradtour und es kam, wie es manchmal vielleicht kommen musste, der Mann stürzt. Er holt sich schwere, zieht sich schwere Verletzungen zu am Kopf und er muss einige Tage ins künstliche Koma versetzt werden. Für die Frau waren das bange Tage, weil viele Folgefragen im Raum standen, nämlich die Frage nach den unterschiedlichen Behandlungsmöglichkeiten und auch die Frage nach der Verlegung von einem ins andere Krankenhaus stand im Raum. Das Problem war, dass die Frau keinerlei Entscheidungsmöglichkeit hatte. Und leider gab es eben auch keine Vorsorgevollmacht. Zum Glück ist der Mann heute wieder gesund. Und ja, beide haben daraus gelernt, beide haben mittlerweile eine Vorsorgevollmacht verfügt. Aber wir haben heute einen Gesetzentwurf, der genau dieses Problem aufgreift und der genau für diese Notsituation, Kollegin Keul, und ich glaube, darum geht es, für die Notsituation eine Lösung anbietet. Es wird nämlich gesetzlich angenommen, eine Bevollmächtigung des Ehegatten, des Lebenspartners in dieser schwierigen Situation, und zwar nur für folgende Bereiche, nämlich den Bereich der Gesundheitssorge, das heißt Untersuchung, ärztliche Eingriffe, und den Bereich der Fürsorge, zum Beispiel die Verlegung in ein anderes Krankenhaus. Und gerade der Änderungsantrag der Koalition hat eine wesentliche Beschränkung herbeigeführt, dass wir nämlich jegliche Missbrauchsrisiken ausschließen können. Es gibt nämlich eben keine Vertretungsvollmacht, zum Beispiel in Vermögensfragen, oder keine Befugnisse, zum Beispiel zum Öffnen der Post des Ehegatten. Und wenn wir da einen Strich drunter machen und uns das faktische Ergebnis anschauen, dann wird das faktische Ergebnis wie folgt sein. Sie haben letztendlich eine Begrenzung auf einen überschaubaren Zeitraum. Wir werden mit dieser Regelung wenige Tage überbrücken können. Wir werden den Menschen hinweghelfen können über eine Notsituation. Und wenn dieser gesundheitliche Ausfall länger dauert, liebe Kolleginnen und Kollegen, Kollegin Keul, dann ist es zwangsläufig so, dass selbstverständlich ein Betreuer bestellt werden muss oder das Betreuungsgericht entscheiden muss, weil es rechtsgeschäftliche Fragen zu klären gibt. Das heißt, wir wollen hier kein Ersatzinstitut zur Vorsorgevollmacht schaffen, kein Konkurrenzinstitut, sondern es geht ausschließlich darum, den Lebenspartnern, den Ehegatten ein Instrument an die Hand zu geben, wie sie sich über diese Notsituation hinweghelfen. Und jetzt sagen Sie, na ja, das ist ja ein bisschen komisch, man kann doch nicht automatisch davon ausgehen, dass der Ehegatte will, dass der andere Ehegatte in dieser schwierigen Situation entscheidet. Zum einen, sage ich ganz ehrlich, widerspricht dem die Statistik. Bei 70% aller Lebenspartner und Ehegatten würden sich in diesem Moment genau das wünschen, dass nämlich der liebende Partner diese schwierigen Entscheidungen trifft. Und ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, ich kann mir an der Stelle einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen. Denn das hört sich ein bisschen an, so nach dem Motto wie, ja, der Ehegatte, wer ist denn der Ehegatte schon, dass er das entscheidet? Wir haben gestern hier an dieser Stelle über die Ehe für alle diskutiert und da haben Sie die Ehe als Institut in den siebten Himmel gehoben und haben gesagt, das ist der Olymp der zwischenmenschlichen Beziehung. Und heute kommen Sie wieder und sagen, na ja, also wer ist denn der Ehegatte schon, dass er das entscheiden kann? Ich bin der Meinung, da fehlt Ihnen ein bisschen die Linie. Und ganz abgesehen davon will ich Ihnen auch sagen, dass Sie nicht unterschlagen dürfen, dass es jederzeit die Möglichkeit einer anderweitigen Regelung gibt. Ich glaube, das ist richtig und das ist wichtig. Ich möchte die letzte Minute meiner Rede darauf verwenden, noch einmal Werbung zu machen, gerade für den zweiten Teil. Es ist schon angesprochen worden, die Erhöhung der Betreuungsvergütung soll die schwierige Situation gerade der Betreuungsvereine beseitigen. Und wir sollten uns diese Situation auch vor Augen der Länder mal führen, die selbstverständlich mit der finanziellen Folgefrage ihre Schwierigkeiten haben. Wir haben im Moment die Konstellation, dass eine Kostendeckung nicht mehr gegeben ist. Und führen wir uns bitte vor Augen, dass die Betreuungskosten auch die Nebenkosten decken müssen. Büro, Mitarbeiter, Fahrtkosten. Wir haben heute schon den Trend, dass die Zahl der Betreuungsvereine immer weiter zurückgeht. Das ist ein unglaublich fatales Signal. Das ist ein Indiz dafür, dass die Kulisse im Moment nicht ausreichend ausgestattet ist.
und seit 12 Jahren keinerlei Erhöhung mehr im Vergütungsbereich. Und was droht am Ende des Tages? Es droht eine Kompensation auf andere Art und Weise. Diese steigenden Kosten können nur aufgefangen werden, indem ein Betreuer mehr Personen betreut. Und da sage ich Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, das kann nicht in unserem Interesse sein. Und deswegen möchte ich noch mal ausdrücklich um Zustimmung für beide Teile werben, obwohl ich selbstverständlich weiß, dass die Länder dort ihre Bauchschmerzen haben. Vielen Dank. Ich schließe die Aussprache.